Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich erklären, was man unter Algorithmen versteht. Was ist ein Algorithmus? Unter einem Algorithmus, auch Lösungsverfahren genannt, versteht man eine genau definierte Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems in endlich vielen Schritten. Beispiele wären im Alltag unter anderem Alltagsalgorithmen. Alltagsalgorithmen wären hier zum Beispiel eine Waschanleitung. Es ist hier eine genau vorgegeben, was man mit einem bestimmten Wäschestück oder wie man ein bestimmtes Wäschestück waschen kann. Genauso wäre dann auch ein Kochrezept des Algorithmus zu bezeichnen. Es wird genau vorgegeben, was in welcher Reihenfolge wie gemacht werden soll, damit ein Problem gelöst wird. Und das Problem wäre dann, ein gutes Essen zu kochen. Unterschied ungenauer Algorithmus zu einem genauen Algorithmus führt uns zu der Frage, was ist überhaupt ein ungenauer Algorithmus? Ein Beispiel für einen ungenauen Algorithmus wäre das Telefonieren mit dem Handy. Der ungenaue Alltagsalgorithmus beim Handy wäre, löse die Tastatursperre, tippe die Telefonnummer ein und drücke die Anruftaste. Was hat man da übersehen? Warum ist es ungenau? Ist das Telefon überhaupt eingeschaltet? Das wurde hier nicht berücksichtigt. Habe ich Empfang mit dem Handy? Wie ist die Tastatursperre zu lösen? Oder ist nur eine Mailbox eingeschaltet? Kann ich also nicht telefonieren? Bei der Lösung eines Problems mit Hilfe eines Computers wird diesem genau mitgeteilt, muss diesem genau mitgeteilt werden, wie dieser eine Aufgabe lösen muss. Es darf also nicht übersehen werden. Hier eine Auflistung von Prozessen, Algorithmus und typische Anweisung. Ein Prozess mit Hilfe eines Algorithmus sollen Aufgaben bewältigt werden. Zum Beispiel ein Kuchen soll gebacken werden. Als Prozess bezeichnet man die Summe jener Arbeitsschritte, die notwendig sind, um die Aufgabe lösen zu können. Vom Einkaufen der Zutaten eines Kuchens bis hin zum Auskühlen des Kuchens. Und bei jedem Prozess gibt es Ausführende. Beim Kuchenbacken sind dies zum Beispiel die Bäcker. Beim Algorithmus wird genau vorgegeben, wie das Problem gelöst werden muss. Zum Beispiel in Form eines Rezepts. Wenn man sich das Beispiel hier oben anschaut, hier haben wir mehrere Beispiele, so gibt es hier den Prozess des Spielens einer Melodie, das ist die Summe aller Arbeitsschritte. Wer führt diesen Prozess aus, also wer spielt diese Melodie, sind Sängerin, Sänger, Instrumentalist. Das Rezept ist dann die genaue Tonfolge und hier sieht man dann in der Notenschrift dann entsprechende Abläufe, also genaue Arbeitsschritte, wie eben dann diese Musik gespielt werden muss. Algorithmen können schriftlich und gut strukturiert angezeigt werden. Und wenn sie gut strukturiert sind, schriftlich dargestellt werden, sehen sie auch gut gestaltete Handlungsanweisungen. Wir haben hier einen. Öffne eine Tür mit einem Schlüssel. Das wäre dann hier unten. Und es geht darum, eine verschlossene Tür zu öffnen. Also, man sollte dann den Schlüssel nach rechts bis zum Anschlag drehen. Und zweitens dann die Türklinke nach unten drücken. Und C wäre dann, die gedrückte Türklinke aufzuziehen. Hier hat man dann eine schriftliche Anweisung. Gut strukturierte, gestaltete Anweisungen sind für die Menschen besser lesbar und auch natürlich besser verständlich. Und dadurch rum später auch wieder leichter veränderbar. Das heißt, wenn sie gut angeschrieben sind, wie hier hoffentlich, weiß man dann, wie man so eine Tür öffnen muss. Dann gibt es auch Algorithmen in Form von Bildern. Algorithmen bestehen aus Anleitungen und Anweisungen, wie wir schon wissen, um Probleme zu lösen. Mit Abbildungen können Algorithmen manchmal besser verständlich gemacht werden. Der Algorithmus rechts beschreibt beispielsweise, wie man eine mit einem Schlüssel verschlossene Tür öffnen kann. Also hier dann zusätzlich dann noch mit den Pfeilen dargestellt, dass eben hier dann der Schlüssel gedreht werden soll, dass hier dann gedrückt werden soll die Türklinke und zum Schluss dann eben diese Tür dann aufgezogen werden soll. Das wäre jetzt ein Algorithmus in Form eines Bildes. Zum Abschluss hier dieser Präsentation, dieses Videos, nochmal der Verweis auf die verwendeten Grafiken und ein Verweis auf weiterführende Literatur, weiterführende Informationen. Danke für die Aufmerksamkeit.